Die schönsten Schnappschüsse von Bundeswehrloks. Fotoshooting in Westerburg. Endlich rollen sie wieder, die Lokomotiven der Bundeswehr. Auf den Schienen sind sie sich ja nie begegnet. Jetzt treffen sie sich zum ersten Mal zum gemeinsamen Fotoshooting in Westerburg. Zahlreiche Spotter sind dazu auch gekommen. Zum einen bin ich Modellbahner, das heißt, die Eisenbahn fasziniert mich sowieso. Und zum anderen, aus dem Modellbau heraus, bin ich ein Bundeswehrfreund. Und die Kombination Eisenbahn und Bundeswehr hat für mich natürlich etwas ganz Faszinierendes. Dafür, dass sich die Räder der Loks auch wirklich publikumswirksam drehen, sorgt dieser Mann in Orange. Das ist eine richtig solide Technik dafür, dass er schon über 40 Jahre alt ist und funktioniert. Und auch, das, wie gesagt, was auch Gewichte in Bewegung sind. Die Faszination Eisenbahn. Am 7. September 1835 rollt die Adler als erste Dampflok durch Deutschland. Das zugegebenermaßen nur wenig komfortable Gefährt bringt seine Passagiere von Nürnberg nach Fürth. Ihren Weg säumen Hunderte von Menschen. Und auch die Soldaten können sich dem historischen Ereignis nicht entziehen. Der Zug als Transportmittel. Im Kalten Krieg hatten die BW-Loks eine wichtige Aufgabe. Im Rahmen des General Defense Plans wären sie bei Eintreten des V-Falles entscheidendes Transportmittel für die Verlegung von Material an die innerdeutsche Grenze gewesen. Seit Ende des Kalten Krieges fristen die Bundeswehrloks ein Lagerleben. Wie hier in Darmstadt-Eberstadt werden die Züge ausschließlich zum Materialtransport innerhalb von Depots eingesetzt. Oh, wie viel ich inzwischen habe, das kann ich Ihnen gar nicht sagen, aber im Zeitalter der digitalen Fotografie laufen da pro Jahr derzeit locker mal 10.000 Bilder durch die Kamera. Dass natürlich nicht alle hängen bleiben, ist selbstverständlich, aber so 10.000 Bilder pro Jahr kann man ungefähr schon rechnen. Und damit ist er nicht alleine. Zusammen mit ihm haben sich knapp 100 Spotter in Westerburg eingefunden. Aus ganz Deutschland, sogar aus Holland und Belgien sind sie gekommen. Großer Bahnhof also bei den Eisenbahnfreunden Westerburg. Ah ja, ganz genau. Wir sind also im Großen und Ganzen zufrieden mit der Veranstaltung, freuen uns natürlich, dass das Wetter mitgespielt hat. Und ich denke, diejenigen, die hier waren und ihre Fotos gemacht haben, werden sehr zufrieden sein. Zufrieden, das dürften auch die BW-Loks sein. Endlich sind sie angekommen auf ihrem alten Teil. Auf große Fahrt werden sie wohl nicht mehr gehen, macht aber auch nichts. Schließlich hätten sie es weit schlechter treffen können als bei den Eisenbahnfreunden in Westerburg.